Hallo Leute, hier ist eure Debbie Scherz und heute habe ich ein neues Video für euch. Wie angekündigt, habe ich gesagt, ich möchte jetzt Videos über das Thema Glauben für euch abdrehen. Und das ist das erste Video meiner Reihe. Und in diesem Video geht es um das Thema, Gott existiert nicht. Und ich würde mal sagen, wir legen direkt los. Gott existiert nicht. Viele Atheisten sind der Meinung, dass Gott nicht existiert, weil noch nie jemand Gottes Angesicht gesehen hat. Und in der Bibel steht, wer auch immer Gottes Angesicht sieht, wird direkt sterben. Denn dann sein Angesicht ist so heilig, so pure, so kraftvoll, dass man es als Mensch nicht ausstehen kann, beziehungsweise nicht aushalten kann, sein Gesicht zu sehen. Aber wenn noch nie jemand Gott gesehen hat, wie kann man dann davon ausgehen, dass es Gott wirklich gibt und dass er existiert? Man sagt, die Welt ist so schön, das kann nur Gott gewesen sein, sagen Christen. Aber Wissenschaftler sind der Meinung, dass mehrere Urknälle diese Welt und die Menschen erschaffen haben. Und das ist eine Sache, die ich als Christ sehr bezweifle, denn habt ihr euch mal die Welt richtig angeschaut? Einfach sich nur den Himmel anzuschauen, die Bäume anzuschauen, die Natur, die Menschen anzuschauen, die Anatomie des Menschen. Es ist so krass. Kann man wirklich glauben, dass der Urknall so etwas verursacht hat und winzige Zellen irgendwie zusammengekommen sind? Nein. Für mich ist das eine Antwort, die unmöglich ist, denn Gott hat uns geschaffen. Gott hat die Welt erschaffen und die Menschen und die Natur und alles, was drum und dran ist. Dann gibt es viele Atheisten, die sagen, Gott existiert nicht, denn es gibt viel zu viel Böses auf der Welt. Und ich kann euch sagen, Gott regiert nicht die Welt. He's got the whole world in his hands. Und es ist auch so. Gott ist für dich da. Die Bibel sagt, alles geschieht zum Guten für den, der an ihn glaubt. Denk nicht an morgen, denn er wird für dich sorgen. Und genau so ist es. Die beste Arbeit, die Lucifer jemals verrichtet hat, ist, Leute glauben zu lassen, dass der Herr nicht existiert. Aber Leute, ich sage es euch, er existiert. Ihr mögt ihn zwar nicht sehen können, aber es gibt ihn. Die Welt sagt, seeing is believing. Aber Gott sagt, blessed are those who believe without seeing. Das beste Beispiel in der Bibel ist dafür Johannes Kapitel 20, Verses 24. Wenn du gerne möchtest, kannst du das ganze Kapitel lesen. In diesem Kapitel geht es um die Wiederauferstehung von Jesus. Und zwar haben die Jünger alle Jesus gesehen und sind zu den anderen Jüngern gegangen und haben gesagt, wir haben Jesus gesehen, Jesus ist wieder auferstanden. Und Thomas, einer der Jünger, hat gesagt, nein, ich glaube das nicht. Der Herr ist nicht auferstanden, er ist gestorben. Ich glaube das erst, wenn ich mit meinen eigenen Augen seinen Namen sehe, seine Hände und es fühlen kann. 8 Tage später ist Jesus wieder in deren Mitte gekommen. Und Jesus ist auf Thomas zugegangen, hat gesagt, hier, ich bin es, fass mich an, siehst du die ganzen Narben? Thomas hat es gesehen und sagte, ja, wahrlich Herr, du bist es. Und Jesus hat gesagt, traurig, dass du den anderen Jüngern nicht geglaubt hast, dass ich lebe. Blessed are those who believe without seeing. Das heißt, wenn du an Gott glauben möchtest, gehört da einfach so viel Faith dazu, so viel Glauben. Du kannst Gott nicht sehen, du kannst ihn nur fühlen und spüren und hören. Aber glaube an seine Existenz, ich sage dir, er existiert dieser Mortal God, an Invincible God, aber er sieht alles, was hier abgeht. Ihm entfällt nichts. Wenn du ihn brauchst, ruf ihn und er ist da. Er existiert. Akzeptiere den Herr als deinen Retter. Sag ihm, dass du ihn liebst, dass du ihn jetzt in deinem Leben haben möchtest. Und die Begründung, es existiert so vieles, so viel Böses in der Welt. Und es kann gar nicht sein, dass Gott existiert, sonst würde das alles nicht passieren. Gott hat nie gesagt, dass du durch nichts Schlechtes gehen wirst, aber er hat dir versprochen, dich zu begleiten, was auch immer du durchmachst. Deswegen, meine Lieben, das ist ein Wort, um euch zu sagen,
Gott existiert. Manchmal hat man das Gefühl, dass er nicht da ist, dass man allein ist. Aber er ist da. Call unto him and he will be there. Ask and it shall be given unto you. Das ist mein Wort für euch heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist kurz und knackig. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das nach. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben. Schreib doch in die Kommentare, wie du über dieses Thema denkst. Denkst du, Gott existiert oder nein, Gott existiert nicht? Bist du ein strenger Atheist oder gehörst du einfach einem anderen Glauben an? Wenn du irgendwelche Videoanfragen hast über das Thema Glauben und Gott, dann lass es mir in die Kommentare, damit ich weiß, was ich als nächstes filmen soll. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.